Wie wichtig ist das Aussehen bei der Miss Germany-Wahl? Miss Germany ist kein Schönheitswettbewerb mehr. Das Konzept hat sich verändert. Es geht um Frauen, die Verantwortung tragen wollen. Es geht um die innere Schönheit. Hilfe! Bestimmt habt ihr auch schon mitbekommen, wer bei Miss Germany 2024 gewonnen hat. Die ganze Welt verrückt geworden! Bin ich denn hier der einzige Idiot, dem Regeln noch irgendwas bedeutet? Das Video für heute kann einen leicht reizen. Werdet ihr gegenüber bitte nicht beleidigend. Sie kann schließlich nichts dafür, dass sie gewonnen hat. Diese Vogue-Agenda hier in Deutschland ist das Problem. Die Leute hinter den Kulissen, die sie gewählt haben, sind das Problem. Sie hat sich ja nicht selbst gewählt. Zeigt mit dem Finger in die richtige Richtung. Zeigt auf den Puppenspieler und nicht auf die Puppe. Ist das klar? Zu Befehl, Drill Sergeant! Das hier ist Miss Germany. Bei der Wahl zu Miss Germany möchte ich gerne mal zwei Aspekte erklären, für was Deutschland gerade sinnbildlich steht und wo die Probleme nämlich liegen. Das ist Miss Germany. Was fällt als erstes auf? Das ist die Schärpe. Die Schärpe ist nicht in Schwarz, Rot, Gold. Man wählt eine Miss Germany, die Deutschland präsentieren soll, und man weigert sich, die Farben Deutschlands zu präsentieren. In jedem anderen Land werden die Farben der Flagge regelrecht mit Stolz getragen. Und es zeigt den Selbsthass, den linke Ideologen gegen Deutschland haben. Man sieht die Deutschlandflagge in Deutschland wirklich sehr selten. Der Grund, wieso Deutschland woker ist als woke, liegt, wie ihr wisst, in der Vergangenheit, was bis 1945 geschah. Seitdem versucht Deutschland weltweit das eigene Image aufzupolieren und will der ganzen Welt gefallen, wie so ein Nice Guy. Mittlerweile ist es total ausgeartet, dabei können die jetzigen Generationen doch nichts für die Vergangenheit Deutschlands. Die eigene Regierung verhält sich wirklich wie ein Mann mit Nice-Guy-Syndrom, und das gehört sich einfach nicht. Auch Deutsche dürfen die eigene Flagge mit Stolz tragen und Einigkeit präsentieren, so wie alle anderen Länder es auch tun. Der zweite wichtige Aspekt ist, dass unsere Miss Germany ja eigentlich dann ja auch auserwählt ist, uns Deutschland zu vertreten bei Miss Universe. Ich kann jetzt nichts gegen die Dame sagen, es ist eine normale, hübsche Frau. Es zeigt es irgendwie auch die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Denn wir werden mit dieser Miss Germany nicht im Wettbewerb stehen beim Miss Universe. In allen anderen Ländern gilt die Misswahl noch als Schönheitswettbewerb, während Deutschland eben die Regeln neu erschafft. Nicht nur ist der letzte Platz vermeintlich schon garantiert, die ganze Welt macht sich in Form von diesen Clips aktuell lustig über Deutschland. Hören wir uns mal an, was sie dazu zu sagen hat. Ich bin Api und ich bin Miss Germany 24. Heute räume ich mit Klischees auf. Wie wichtig ist das Aussehen bei der Miss Germany-Wahl? Miss Germany ist kein Schönheitswettbewerb mehr. Das Konzept hat sich verändert. Es geht um Frauen, die Verantwortung tragen wollen. Es geht um die innere Schönheit. Seit einigen Jahren ist das tatsächlich der Fall. Ich war selber schockiert. Das ergibt doch gar keinen Sinn. Ich werde euch mal die letzten Gewinner der letzten Jahre zeigen. Man kann es sehen, wann der Wahnsinn begonnen hat. Bis hierhin freut sich das Männerherz. Ja. 2020 hat der Wahnsinn dann seinen Lauf genommen. Da haben sich irgendwelche gruseligen Geister dazu entschieden, man sollte bei der Misswahl nicht mehr auf das Aussehen achten. Germany zu werden. Ein tolles Thema haben, was man nach außen tragen möchte. Was ist dein Thema? Mein Thema ist, dass ich junge Frauen mit Migrationshintergrund ermutigen möchte, die beste Version ihrer selbst zu werden. Warum denn bitte bei der Miss Germany-Wahl? Die hübscheste Frau Deutschlands hätte sowas doch viel besser präsentieren können. Sie hätte viel mehr Reichweite gewonnen und hätte mit wenigen Worten Frauen dazu ermutigen können, danach zu streben, wonach immer sie auch streben.
Ist eine Misswahl eine Art Selbstdarstellung? Man muss sich schon vor die Kamera stellen können und präsentieren können, wenn man eine Mission nach außen tragen möchte. Wie gehst du mit der Kritik an deiner Person um? Wenn es eine konstruktive Kritik ist, dann freue ich mich darüber und beantworte sie auch gerne. Wenn es aber Quatsch ist, dann habe ich keine Zeit dafür. Die meisten da draußen wissen es überhaupt nicht, dass es bei der Miss Germany-Wahl nicht nur um Schönheit geht. Deshalb macht die ganze Welt sich auch lustig darüber. Hey Leute, hier ist Appi, Miss Germany 24. Und das Netz ist voller Hass. Das ist dann diese typische Agenda, ja. Egal, ob es Männer sind oder Alpha-Männer oder in dem Fall eben ganz Deutschland. Wenn man heutzutage seine Meinung frei äußert und es kein gutes Gefühl im Bauch ihm macht, dann ist es natürlich Hass. Eine viel größere Welle voller Stolz und Freude und Liebe hat mich natürlich erreicht, die mich wahnsinnig glücklich macht. Aber auch Hass, Neid und Rassismus. Das ist kein Rassismus, ja. Miss Germany. Germany ist eine Iranerin und ja, mal ganz abgesehen von der ethnischen Herkunft, ich denke, die meisten von euch würden mir zustimmen, sie ist nicht die schönste Frau Deutschlands. Das ist es, was viele Leute kritisieren und diese Woke-Agenda, die stempelt das ganz einfach ab als Rassismus. Ich ertrage das alles. Ich bin mit 6 Jahren nach Deutschland gezogen, bin hier zur Schule gegangen, habe studiert. Heute bin ich Diplom-Ingenieurin, Architektin. Ist ja alles schön und gut, aber warum guckt die Welt sich denn eine Misswahl an, um die schönste Frau des Landes, beziehungsweise im Fall von Miss Universe, die schönste Frau der Welt zu sehen? Wenn man die Frauen dazu ermutigen möchte, Karriere zu machen, wieso dann nicht einfach eine neue Show auf die Beine stellen? Miss Strong and Independent. Wir dürfen vermuten, nicht viele würden es sich angucken. Ich habe einen deutschen Mann geheiratet. Und damit hätte sie rein theoretisch gar nicht teilnehmen dürfen, oder irre ich mich? Sie ist eine Mrs. und keine Miss. Ich bin Deutsche. Da kann man jetzt argumentieren, ja. Also deutscher Staatsbürger zu sein, definiert die Staatszugehörigkeit auf dem Papier. Die eigene DNA, die Genetik sagt aber, wie man sieht, doch was anderes. Lasst uns gemeinsam zeigen, wie vielfältig Deutschland ist. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich auf meiner Reise begleitet. Hass kann man nicht mit Hass bekämpfen. Sondern mit Liebe. Seine Meinung frei äußern zu dürfen, sich gegen den Mainstream-Narrativ zu äußern, das wird heutzutage nicht toleriert, das ist direkt Hass. Ist das wahr? Wir kommen jetzt zum schönsten Part für heute, darauf freue ich mich schon die ganze Zeit. Ich bin Miss Germany, weil ich möchte jungen Frauen helfen, ihre Träume zu erreichen. Ich möchte jungen Frauen helfen, ihre Stimme zu erheben und die beste Version ihrer selbst zu werden. Schaut euch diese wunderschöne Frau an im Hintergrund. Miss Russland ist ohne Zweifel die beste Version ihrer selbst. Diese künstlichen Wimpern schrecken mich ehrlich gesagt so ein klein wenig ab, aber ihr Körper ist echt 1A. Denn nur wenn wir unsere Stimme erheben, können wir etwas verändern. Und wenn ich mir die mutigen Frauen heute in den Iran anschaue, dann ist das meine Inspiration. Denn sie gehen auf die Straße und kämpfen für ihre Freiheit. Und das sollten wir alle auch tun. Ich kann mich hier nur noch auf Miss Russland konzentrieren. Wie sie sich selber trägt, Selbstbewusstsein sorgt ohne Zweifel für Anziehung. Wir sollten unsere Stimme erheben, damit wir was bewegen. Und aus diesem Grund möchte ich jetzt gerne, dass ihr mir nachspricht. Woman, Life, Freedom. Woman, Life, Freedom. Das ist eine Miss Russland, ja, sie hat sich den Titel verdient. Ja, der würde ich gerne gerade Princess Treatment geben, aber auf meine Art.